ihr Lieben, herzlich willkommen im Osnabrücker Zoo an diesem wunderschönen Morgen. Ich habe mit euch vor eine Tour Mutter und Kind sozusagen. Und zwar fangen wir bei einer werdenden Mutter an und werden dann bei den gewordenen Müttern aufhören. Und zwar reisen wir heute virtuell von Afrika nach Schweden und von da aus dann in den Norden Skandinaviens. Ich stehe jetzt hier, wie ihr mit Sicherheit schon gesehen habt, auf der Nashornbrücke. Und unsere drei Nashörner sind beim Frühstück. Was bekommen sie zu fressen? Heute Morgen gibt es Gras aus eigener Herstellung. Es ist ein bisschen Heu und das fressen Nashörner, vor allen Dingen Breitmaul-Nashörner, natürlich am liebsten. Sie sind nämlich tatsächlich reine Grasfresser, im Gegensatz zu ihren Verwandten, den Spitzmaul-Nashörnern, die auch gerne mal Äste und Blätter fressen. Breitmaul-Nashörner sind die größten Nashörner unserer Erde, kommen leider nur noch südlich der Sahara vor, in Südafrika, Botswana, Angola, Simbabwe, in diesen Ländern gibt es diese Tiere noch. Früher waren, also in prähistorischer Zeit, waren Nashörner überall auf der Welt beheimatet. Selbst bei uns in Europa hat es welche gegeben. Aber im Laufe der Zeit wurden sie immer seltener und heutzutage gibt es tatsächlich nur noch 5 Nashornarten. Das größte, was wir jetzt sehen, das Breitmaulnashorn, dann das afrikanische Spitzmaulnashorn. Den Unterschied seht ihr. Das Breitmaulnashorn hat ein ganz breites Maul und kann damit wunderbar das Gras abreißen. Während das Spitzmaulnashorn eine spitze Schnauze hat, mit dem sie dann auch Blätter von den Ästen pflücken kann. In Asien gibt es auch 3 Nashornarten, Panzernashorn, Sumatranashorn und Javanashorn. Diese 3 Arten sind tatsächlich im Aussterben, möchte ich mal so sagen. Sie werden zurzeit ausgerottet und zwar aufgrund ihres Lebensraums verlustet. Die Breitmaulnashörner sind eingeteilt in südliches Breitmaulnashorn, das seht ihr hier, und nördliches Breitmaulnashorn. Das nördliche Breitmaulnashorn wird auch aussterben. Da gibt es nämlich tatsächlich nur noch 2 ältere Weibchen, die in einem Tierpark in Kenia stehen, dort bewacht werden, damit niemand auf die Idee kommt, deren Hörner zu stehlen. Ja, hier bei uns haben wir, jetzt möchte ich euch die Tiere mal vorstellen, links, das ist unser Miguel. Man kann übrigens die männlichen Nashörner immer an ihren kleineren Nashörnern erkennen. Die haben breitere Nashörner, aber die sind nicht so lang. Die Weibchen haben sehr viel größere Nashörner, die viel schmaler sind, aber dafür sehr viel höher. Sie können im Laufe der Zeit tatsächlich über 1 Meter hoch werden, wobei unsere beiden, Lia und Amelie, nicht ganz so große Hörner haben. Sie sehen hier natürlich von den 3, seht ihr im Moment nur den Hintern, aber okay. Da haben wir in der Mitte, das ist die Lia und rechts, das ist die Amelie. Und jetzt haben mich auch schon welche gefragt, welches Tier ist nun trächtig? Genau, das ist die rechte. Das ist die Amelie. Und wenn ihr mal ganz genau hinguckt, dann seht ihr nichts. Man kann es eigentlich so gut wie gar nicht sehen, dass sie so hochträchtig ist. Wenn man genau hinschaut, hat sie vielleicht ein ganz bisschen einen dickeren Bauch. Aber mehr sieht man im Moment bei ihr noch nicht. Aber stellt euch vor, ihr würdet in Afrika in der Savanne leben. Dort wäre es natürlich nicht so schön, wenn man sofort sieht, dass so ein Nashornweibchen trächtig ist, weil vielleicht dann doch einige Löwen auf die Idee kommen, da ginge was. Aber lebende Nashörner, erwachsene Nashörner haben in der Natur keine normalen Feinde mehr. Also ein Löwe würde so ein Nashorn eigentlich nicht angreifen, aber höchstens natürlich ein Baby-Nashorn. Ja, Lia. Ja, Lia ist eine, die auch unseren Miguel gerne mal auf Abstand hält. Das haben wir gerade gesehen. Also er darf da nicht zu nah dran. Dann sagt sie hier, Miguel, bleib uns vom Leib. Aber so ganz hat das nicht geklappt, sonst würden wir ja nicht ein trächtiges Weibchen haben. Wann kommt das jetzt zur Welt? Also sie hat einen Termin am 29. Mai. Das heißt jetzt nicht, dass ihr alle am 29. Mai den Zoo stürmen müsst, was wir natürlich trotzdem ganz toll fänden. Aber wie das auch bei uns Menschen ist, kommt so ein Nashornbaby natürlich nicht zu dem Zeitpunkt, den wir ausgerechnet haben. Es kann ein paar Tage früher sein, auch ein paar Tage später.
Ich gehe mal davon aus, dass das Nashornbaby, wenn es geboren ist, auch die ersten Tage im Haus bleiben wird, um eben Mutter und Kind zu schonen. Wir werden euch natürlich mitteilen, wann das Kind geboren ist und wann es dann auch zu sehen ist. Die Amelie ist eine Erstgebärende. Das bedeutet, wir haben seit vielen Jahren hier Nashörner stehen, aber es hat eben nie zur Zucht gereicht. Jetzt kann man den Unterschied zwischen den Nashörnern ganz toll sehen, zwischen dem Weibchen und den Männchen. Also es hat nie so besonders gut geklappt, aber jetzt sind wir im wahrsten Sinne des Wortes alle guter Hoffnung und denken, dass auch alles gut gehen wird. Ihr seht da im Hintergrund einen Zaun. Den haben wir ganz frisch gebaut, ganz neu, und wir haben dieses ganze Gehege, ach Lia, wir haben dieses ganze Gehege babysicher gemacht. Das heißt, dass das Tier sich zum Beispiel nicht in den Bambus verirren kann, dass es sich hier nicht verletzen kann. Da müssen wir mal schauen, was es noch so an Änderungen für dieses Gehege gibt, um das wirklich kindersicher zu machen. Ja, in der Natur weiß man nicht um die Gefährdungslage der Breitmaul-Nashörner. Viele afrikanische Staaten geben zum Schutz dieser Tiere keine Bestandslisten mehr heraus, um den Wilderern nicht Grund zu geben, in ihr Land zu kommen, um die Tiere zu jagen. Warum werden sie gewildert? Nicht wegen ihres Fleisches oder ihres Aussehens, nein, wegen ihrer Hörner. Vor allen Dingen natürlich die Weibchen mit den großen, jetzt bei Lia wunderbar zu sehen, mit den großen Hörnern. Man spricht diesen Hörnern Heilkraft zu, oder auch aus diesen Hörnern werden Schäfte für Messer gemacht und etwas Ähnliches. Aber warum sollte es Heilkraft haben? So ein Horn besteht aus Keratin. Das ist nichts weiter als eure Haare oder eure Fingernägel. Jetzt gibt es eine neue Mode, das finde ich ganz gruselig. Da wird das Nashorn zermahlen, also natürlich das Horn des Nashornes wird zermahlen in feinen Staub. Und wenn man dann ganz reich ist und hat ganz viele Gäste, kann man sich diesen Nashornpulver in den Drink tun. Ganz was Tolles. Aber wenn ihr denkt, es ist nichts weiter als unsere Fingernägel, ja, dann Prost. Ja, man weiß also nicht genau um die Gefährdungslage. Man geht davon aus, dass es noch mehrere tausend in Südafrika, wo die Tiere vor allen Dingen vorkommen, noch gibt. In Südafrika werden Nashörner übrigens auch gezüchtet, speziell für ihre Hörner. Man kann die Hörner nämlich absägen, sie wachsen dann wieder nach. Man hat auch schon überlegt, ob man die wilden Tiere einfängt und die Hörner absägt, damit sie nicht bejagt werden, ist natürlich sehr bringt nicht viel, weil die Hörner innerhalb kurzer Zeit nachwachsen und dann müsste man das Ganze wiederholen. Das ist für die Tiere natürlich einfach nicht machbar. In vielen Ländern, vor allen Dingen in Namibia, werden die Tiere extremst geschützt, also tatsächlich mit Rangern, die mit Waffengewalt oder mit Waffen auf die Tiere aufpassen. Denn auch die Wilderer rüsten auf mit Hubschraubern, mit Nachtsichtgeräten und Ähnlichem, um den Tieren dann die Hörner zu nehmen. So, jetzt kommen von rechts noch meine Lieblinge, unsere beiden Pinselohrschweine, Honey und Nanny. Honey und Nanny gehören hier natürlich gehören hier zum Inventar der Nashörner, vertragen sich gut, sind eine afrikanische Schweinsart, Wildschweinart, die in Afrika nicht so ganz beliebt ist, weil sie natürlich wie unsere Wildschweine die Plantagen oder auch die Gemüse-Rabatten alle durcheinander bringen, alles aufwühlen und kaputt machen. Das finden die Afrikaner natürlich genauso blöd, wie wir das bei unseren Wildschweinen finden. Aber wie man sieht, vertragen sie sich gut. Haben wir hier mal ganz doll Regen, sieht man auch wohl mal eins von den Schweinchen unter einem Nashorn stehen, schön wunderbar trocken. Ja, dann wollen wir mal hoffen, denke ich, dass hier in 4 Wochen alles gut geht und meine Kollegen oder ich euch irgendwann dann unser kleines Nashornbaby vorzeigen kann. Jetzt habe ich hier noch ganz viele Fragen. Und zwar, wie viel wiegt so ein Nashorn? Ja, die Männchen, also links, die dürfen wohl 2 bis 2,5 Tonnen wiegen. So ein Weibchen 1,5 bis 2 Tonnen, also 2000 Kilo im Durchschnitt. Was essen Nashörner? Da schaut hin, Nashörner, vor allen Dingen Breitmaul-Nashörner, sind reine Grasfresser. Und dann hat jemand gefragt, wie kann man ihnen Gutes tun? Also unseren Nashörnern
tun unsere Tierpfleger natürlich ganz viel Gutes, aber die Nashörner in anderen Ländern, zum Beispiel in Südafrika, werden stark bejagt. Schaut doch mal im Internet nach, da gibt es ganz viele Möglichkeiten, sich darüber zu informieren, und da gibt es vielleicht auch Möglichkeiten, den Nashörnern in Afrika zu helfen. Die Frage, wie schnell kann ein Nashorn rennen? Ja, wenn ihr die so seht, dann sagt ihr, das kann ja nicht viel sein. Aber Nashörner können traben, Nashörner können sogar galoppieren. Sie schaffen es, in der Savanne bis zu 40 Stundenkilometer schnell zu werden. Das ist fast so schnell wie ein Auto in der Stadt. Man glaubt es nicht. Die Tiere sind sehr behende. Sie können abschüssiges Gelände gut überwinden. Klettern können sie natürlich nicht. Wie groß und wie schwer, habe ich gesagt, aber wie groß? Ja, man sieht hier jetzt nicht, wir sind eine ganze Ecke von Miguel entfernt. Aber wenn ich mich jetzt mit meinen 1,60 neben Miguel stehen würde, wäre er mit der Schulter größer als ich. Also 1,65, 1,66 wird er an Schulterhöhe haben. Die Weibchen, wie ihr sehen könnt, sind ein bisschen kleiner. Ja, ich würde mal schätzen, Schulterhöhe 1,50 vielleicht. Welches Tier ist trächtig? Ja, das ist im Moment das hintere, die Amelie. Das ist schwierig zu erkennen, genau. Bei uns, also man kann das eigentlich gar nicht groß erkennen, dass sie einen dicken Bauch hat. Und wie kann man die Tiere auseinanderhalten? Also ich erkenne sie immer an den Hörnern. Ganz klar, Miguel hat die kleineren. Lia hat das zweite Horn, wächst ein bisschen nach vorne, wenn ihr das jetzt so seht, so ein ganz bisschen. Und die Amelie, die hat zwei Hörner wie aus dem Bilderbuch. Jetzt kann man sie so ein bisschen sehen. Daran kann man hier bei uns unsere Tiere unterscheiden. Wie lange sind Nashörner trächtig? Ein Breitmaulnashorn ist 18 Monate trächtig, also doppelt so lang wie ein Mensch. Aber das ist ganz klar, so ein Nashornbaby kann zwischen 70 und 80 Kilo wiegen. Das muss natürlich auch erst im Bauch der Mutter heranreifen. Und deswegen brauchen die Tiere wirklich 18 Monate. Ja, ich denke, ach doch, kleine Sache habe ich noch. Die Tiere können uns jetzt gar nicht gut sehen. Nashörner können eigentlich gar nicht gut schauen, aber wenn ihr mal die Ohren betrachtet, sie können super gut hören. Die wissen ganz genau, dass ich hier jetzt auf der Brücke stehe und was über Nashörner erzähle, das können sie alles super hören. Sie können auch wunderbar riechen. Da sie natürlich nicht unbedingt viel sehen, was vor ihrer Schnauze ist, können sie ihre Gräser, ihre Kräuter, die sie essen, erriechen. Zu den Zähnen noch zu sagen, sie haben 24 Backenzähne, aber keine Schneidezähne. Brauchen sie auch nicht. Sie haben vorne im Mund, ja, da die berühmte Kauleiste, so möchte ich das mal sagen, und reißen damit und rupfen damit das Gras aus, was sie jeden Tag fressen. Das, was sie jetzt machen, auch die Körperhaltung, ist die typische Körperhaltung eines Breitmaulnashornes. Sie können also den Kopf nicht besonders hoch nehmen, weil er wirklich nur darauf ausgerichtet ist, auf dem Boden Gras zu fressen. Deswegen haben vor allen Dingen Miguel, kann man das sehen, diesen Buckel auf dem Rücken. Dieser Buckel sind die Bänder, die diesen Kopf halten. Der Kopf ist mehrere hundert Kilo schwer und der muss natürlich immer über dem Boden gehalten werden, dass man nur ganz starke Muskeln und eben ganz starke Bänder, die oben über dem Kopf und in diesem Buckel zusammenlaufen. An der Stelle ist die Haut auch wirklich dick, denn Nashörner gehören zu den Dickhäutern. An der Stelle können die Haut bis zu 4 cm dick sein, während sie natürlich dann an den Ohren, wie auch bei den Elefanten, sehr dünn ist. Damit die Tiere eine gute Durchblutung haben. An den Ohren können sie dann auch etwas wärmer ablassen. Wir sehen hier bei uns im Gehege gibt es zwei Matschgruben. Die sehen immer nicht sehr, sehr einladend aus, sind für die Tiere aber sehr wichtig. Da sie ja zu den Dickhäutern gehören, obwohl ihre Haut ist gar nicht so dick. Sie schützen sich vor allen Dingen auch in Afrika mit einem Schlammbad gegen Parasiten. Es gibt da in Afrika ganz viele, das möchtet ihr gar nicht wissen, was die alle so anstellen. Aber auch hier gibt es natürlich Zecken, es gibt Mücken, es gibt Fliegen, die die Tiere ärgern. Aber wenn man in einem solchen Schlammbad war, kühlt das natürlich. Die Zecken werden abgewehrt und auch die Fliegen finden das nicht mehr ganz so toll.
Ja, ich habe euch mal einen ersten Überblick über unsere Nashörner gegeben. Ich denke, wir werden Afrika verlassen und gehen jetzt mal in den Norden von Europa. Und zwar ganz in den Norden. Wir besuchen mal wieder unsere Rentiere. Ich setze mal meine Maske auf und dann geht's los. Dann kommt mal mit. So, jetzt haben wir den kurzen Gang im Osnabrücker Zoo von Afrika in den hohen Norden Skandinaviens gemacht. Und gleichzeitig sehe ich, unsere Rentiere haben sich etwas in die Sonne begeben. Deswegen schwenkt meine Kollegin jetzt gleich rüber. Und dann gehen wir etwas tiefer, weil hier vorne im Schatten ist nämlich keins mehr. Wir sind hier noch ziemlich früh, es ist noch ziemlich frisch. Aber da kann man sehen, unser Grund, warum wir heute zum zweiten Mal bei den Rentieren einen Besuch bei den Rentieren machen. Wir haben nämlich zwei kleine Rentierbabys. Einmal seht ihr hier unsere Ava, ein zuckersüßes kleines Mädchen, eine wunderbare Färbung. Und man könnte die Nissa auch sehen, aber die liegt im Moment hinter dem Haus im Stroh. Die ist nämlich erst ein paar Tage alt und muss sich dann deswegen auch noch ein bisschen ausruhen. Ja, Rentiere sind ganz interessante Tiere. Schaut euch mal die Mamas an. Die haben gar keine Hörner mehr. Quatsch, gar kein Geweih mehr. Entschuldigung. Hörner sehen wir gleich bei den Schafen. Bei den Rentieren haben wir ein Geweih. Die Rentiermamas haben nämlich kurz vor Weihnachten ihr Geweih abgeworfen und bilden jetzt bis zum Herbst ein neues Geweih. Bis auf eine, die Naomi, die sehen wir jetzt nicht, das ist nämlich die Mutter von der Nissa, die hat ihr Geweih behalten. Warum das so ist, wissen wir auch nicht. Und wenn ihr mal ganz hinten in den Schatten schaut, da seht ihr den Papa von unseren beiden Rentierkälbern, den Sven. Und der Sven hat ein riesiges Geweih, was er jetzt neu aufbaut. Jedes Jahr verlieren die Rentiere ihr Geweih und jedes Jahr wird ein neues gebildet. Es sind keine Hörner, es besteht aus Knochensubstanz und wird jedes Jahr neu gebildet. Vielleicht kommt er gleich mal ein bisschen in die Sonne, sodass man, doch ich glaube, jetzt kann man es ganz gut sehen. Jetzt habe ich mich eben gerade vertan. Ich habe gesagt, die Weibchen werfen ihr Geweih zu Weihnachten ab. Alles Quatsch. Das macht nämlich der Sven. Also die Männchen werfen ihr Geweih vor Weihnachten ab und die Weibchen erst kurz bevor die Jungtiere geboren werden. Aber die gleichzeitig im Oktober sind beide Geweihe wieder nachgewachsen. Der Sven fängt da früher mit an. Er muss natürlich sehr viel mehr Geweih aufbauen wie die Weibchen. Die weiblichen Geweihe sind sehr viel kleiner. So ein männliches Geweih kann bis zu 25 Kilo und mehr schwer werden. Das ist natürlich schon eine ganze Ecke und ein ganz schön schwer zu tragen. Jetzt habe ich hier mehrere Fragen. Und zwar, wie groß werden Rentiere? Ja, wenn wir unseren Sven angucken, jetzt kommt er in die Sonne, sehr schön. Wenn wir unseren Sven angucken, ja, der hat so 1,10 Meter, 1,20 Meter Schulterhöhe. Das ist aber ein europäisches Rentier, die sind nicht ganz so groß. Karibus in USA, in Amerika sind sehr viel größer und auch die sibirischen haben gerne mal eine Schulterhöhe von 1,50. Was fressen Rentiere? Natürlich Heu, Gras, Rinde, aber ihr seht hier etwas ganz Besonderes auf der Erde. Das ist sogenanntes Rentiermoos. Oder viele kennen das, die bei Floristen arbeiten. Das ist nichts anderes als Floristenmoos. Echtes natürlich. Warum fressen die Tiere das? Überlegt euch, sie wohnen im Norden Skandinaviens, oben in Finnland, in Norwegen. Im Winter minus 40 Grad, da gibt es kein Gras mehr. Was frisst man da? Da frisst man Flechten und Moose. Nämlich genau diese Moose, die sie hier jetzt auch zu fressen bekommen, sind für die Tiere sehr wichtig. Sie bilden eine Art Frostschutz aus, sodass Rentiere kein Problem haben, minus 40 Grad im Winter auszuhalten. Das ist Naomi, die junge Mama. Und ihr seht,
Sie hat das Geweih auf dem Kopf und es sieht ganz anders aus als das Geweih von Sven. Ein altes, ausgebildetes Geweih ist Knochensubstanz. Ein Geweih, was frisch gebildet wird, hat den sogenannten Bast drumherum, eine ganz weiche Haut. Und solange das Geweih wächst, bleibt diese Haut bestehen. Wenn ihr uns dann mal wieder im Oktober besucht, dann sieht das Ganze anders aus. Dann fängt der Sven an, sich überall zu schubbern und zu reiben und dann juckt dieses Geweih und er will diesen Bast, diese Haut, die um den Knochen ist, loswerden, scheint extrem zu jucken und dann im Oktober wird er diesen Bast loswerden und dann sieht sein Geweih aus, nur größer, ähnlich wie bei der Naomi eben. Warum Naomi jetzt ihr Geweih nicht verloren hat, das kann ich euch nicht sagen. Jetzt habe ich noch... Warum verlieren sie ihr Geweih? Ja, so ganz genau kann ich euch das nicht sagen, aber wenn man den Sven so anguckt, stellt euch vor, ihr hättet 25 Kilo auf dem Kopf. Das nervt einfach und deswegen wird er das im Winter abwerfen. Bei den Weibchen fängt es schon an zu wachsen. Jetzt habe ich noch die Frage, wann bekommen die Jungtiere ihr Geweih? Na, bei unserer kleinen Ava hier sieht man auf dem Kopf, ja, man kann es erahnen, zwei so Pünktchen, aber im Allgemeinen sieht man noch nichts. Das dauert noch 2-3 Monate, dann hat auch sie einen kleinen, so kleine Buckel auf dem Köpfe, wie das hier bei den Weibchen der Fall ist. Sie bekommt aber natürlich, da sie so klein ist, noch kein großes Geweih, sondern sie bekommt einfach zwei Stangen, zwei Spießer, so nennt man das. Ja, Schätzelein. Rentierbabys sind sogenannte Ablieger. Die Mütter sondern sich ab, wie hier unsere Naomi mit dem Neugeborenen es auch tut. Deswegen haben wir die kleine Nissa auch noch nicht gesehen. Legen ihr Baby die ersten Tage ins Gras und verstecken es. Und erst so 2-3 Tage nach der Geburt kommen sie in die Herde zurück und ziehen dann mit der Herde nach Norden. In diesem Moment sind Karibus in Amerika und Rentiere in Sibirien in Richtung Norden unterwegs, immer der Vegetationszeit hinterher, immer dem frischen grünen Gras hinterher. Im Winter, also im Herbst, zieht die ganze Herde dann wieder Richtung Süden. Dann sind die Jungtiere auch schon so groß, dass sie den Winter gut überstehen können. Man sagt, Rentierbabys, die sehr zeitig im Jahr geboren werden, haben eine sehr viel größere Chance, den ersten Winter in Skandinavien, Sibirien oder auch in den USA, Alaska zu überstehen, weil sie natürlich schon kräftiger sind. Tiere, die sehr spät im Jahr geboren werden, haben es da durchaus schwieriger. Was haben sie für Feinde? Also hier bei uns natürlich gar keine, aber in Skandinavien gibt es natürlich durchaus Tiere, die Rentiere jagen. Dazu gehören natürlich die Wölfe, dazu gehören zum Teil Bären und erstaunlicherweise auch der Vielfraß, der diese Tiere im Winter bejagt. In Norwegen werden diese Tiere als Haustiere gehalten, in Sibirien übrigens auch. Man hält sie wegen ihrer Felle, man hält sie wegen ihres Fleisches. In Norwegen werden vor allen Dingen die Tiere von den Samen gehalten. Es ist ein bisschen schwierig im Moment. Die norwegische Regierung würde gerne den Norden Norwegens etwas ausbauen. Sie würden dort gerne Bergbau betreiben, was natürlich für die großen Rentierherden ganz schwierig ist, weil ihnen dann der Lebensraum verloren geht. Ich hoffe, dass die Norweger und auch die Schweden, die Finnen, da irgendwie einen guten Kompromiss finden. Dann schaue ich doch mal nach, was habe ich noch für Fragen? Wie groß habe ich schon? Ja, ich denke, das meiste hat meine Kollegin ja auch letztes Mal schon gesagt. So ein Rentier hat eine Tragzeit von 152 Tagen, also ist es ein bisschen länger im Bauch der Mutter, wie die Schafe, die wir gleich noch sehen werden. Wird dann sehr zügig geboren. Es ist also meist eine Geburt, die unglaublich schnell vonstatten geht, weil so ein kleines Rentierbaby in der Natur in Norwegen, Schweden ja durchaus gefährdet ist durch vielerlei
Beutegreifer. Die haben dann mehrere Tage Zeit, liegen sich ab, verstecken sich, bis sie dann tatsächlich mit den Herden dann nach Norden ziehen. Man kann jetzt wunderbar das doppelte Huf sehen, dass sie tatsächlich zu den Paarhufern gehören, wo sie gerade, ne, so frisst sie hier, nagt an ihrem Huf herum. Übrigens, Rentierbabys wachsen sehr schnell. Sie werden auch nach 2-3 Jahren schon geschlechtsreif, sie werden sehr schnell groß. Das liegt auch daran, dass die Rentiermilch die kräftigste und fettreichste ist im Bereich der Paarhufer. Naja, also viel fettreicher als bei den Schafen oder bei Rehen und Hirschen, die hier bei uns in Deutschland leben, damit diese Tiere im Winter möglichst schnell groß, möglichst fett ansetzen, um den ersten harten Winter oben in Skandinavien zu überleben. Ja, ich denke, das war der Ausflug zu den Rentieren. Und ich setze mir mal meine Maske wieder auf. Und dann gehen wir noch mal einmal ein bisschen tiefer, und zwar zur Insel Gotland in der Ostsee, zu unseren Guteschafen. So, dann kommt mal mit. Jawohl. So, dann kommen wir heute zu unserer letzten Tierart. Das sind die sogenannten Guteschafe. Guteschafe, sagen wir mal so, ich habe ganz viele Besucher, die machen sich einen Scherz draus und sagen, ihr habt Guteschafe. Gibt es auch schlechte Schafe? Also bei uns gibt es keine schlechten Schafe. Und Guteschafe haben nichts mit guten Schafen zu tun. Denn dieser Name Guteschaf wurde 1974 kreiert. Und zwar warum? Es gibt auf Gotland, das ist eine Insel in der Ostsee, eine schwedische Insel in der Ostsee, zwei Schafrassen, nämlich das Gotlandschaf und das gehörnte Gotlandschaf. Das gehörnte Gotlandschaf ist eine uralte Haustierrasse, die es leider, die es nur noch selten gibt. Und die hat man dann umbenannt in Guteschaf. Dieses Gute bedeutet nichts anderes als Einwohner der Insel Gotland. Praktisch heißt Guteschaf, es ist ein Schaf der Bewohner der Insel Gotland, also ein Guteschaf. Ja, wir haben hier mehrere, einen Bock und, jetzt muss ich überlegen, 5 weibliche Schafe, 5 Auen und in diesem Jahr 4-fachen Nachwuchs. Ihr seht hier unseren jüngsten Nachwuchs, und zwar sind das 2 Mädchen und ein Jungen. Welche sind, sorry, kann ich euch im Moment nicht sagen, aber ganz rechts wird ein Mädchen sein, denn links, das sind Zwillinge. Und diese Zwillinge gab es ein Böckchen und ein weibliches Tier. Kann man kaum glauben, denn die beiden Äußeren sehen sich ähnlicher, aber tatsächlich sind die beiden Linken die Zwillinge. Bei guten Schafen gibt es auch tatsächlich des Öfteren Drillingsgeburten, also 3 auf einmal. Haben wir aber nicht. Wir haben Zwillinge, und zwar die beiden Geschwister hier und rechtes Tier. Dann haben wir Anfang März schon eine Geburt gehabt. Das ist unser Kalle. Kalle ist natürlich jetzt schon recht groß. Ich sehe ihn leider im Moment nicht. Wahrscheinlich futtert er schon inzwischen ein bisschen Heu, was Schafe im Allgemeinen ziemlich schnell tun. Ja, was gibt es zu gute Schafe zu sagen? Wenn ihr rechts eins von den weiblichen Tieren erkennt, deswegen gehörntes Schaf, weil bei den guten Schafen haben Männchen und Weibchen ein Gehörn. Das männliche ist natürlich eine ganze Ecke größer und auch noch mehr gekringelt. Warum es gekringelt ist, habe ich versucht zu recherchieren, ist mir nicht gelungen. Ich denke, das ist genetisch so festgelegt. So wie die Tiere da heute stehen, gab es sie schon in der Eisenzeit, in der Wikingerzeit. So alt ist diese Haustierrasse, ist die älteste Haustierrasse Schwedens. Das macht sie natürlich für viele Menschen erstmal uninteressant. Sie haben Wolle, die kann man nicht groß verarbeiten. Sie ist sehr, wie soll ich sagen, da ist sehr viel
Also sie ist nicht so besonders weich. Man kann sie nicht verspinnen, wie man das bei Merino-Wolle zum Beispiel kann. Und auch das Fleisch. Es sind kleinere Schafe, wo nicht unbedingt viel Fleisch dran ist. Aber warum hält man sie? Nämlich zum Landschaftsschutz. Sie sind sehr robust. Sie können sommers wie winters draußen auf der Weide bleiben. Ihnen macht der Regen nichts aus. Der Wind, die Kälte, sind sie alle gewohnt. Auch auf Gotland ist der Winter ziemlich streng, sodass man sie wunderbar auch im Freiland halten kann. Deswegen werden sie sehr gerne zum Landschaftsschutz auf vielen Deichen und vor allen Dingen in Mecklenburg-Vorpommern hier bei uns in Deutschland eingesetzt. Sie sind auch nicht rein weiß. Es gibt welche, die sind so ein bisschen grau wie hier. Es gibt ganz schwarze, es gibt melierte. Also sie haben viele verschiedene bunte Farben. Unser Kalle, der kommt nicht. Unser Bock sehen wir auch nicht. Doch, wenn man mal ganz hinten in den Stall guckt, ich weiß nicht, ob du da reinzoomen kannst. Ganz hinten in der Ecke steht der Bock mit seinen wunderbaren, tollen Hörnern. Ja, so ein Schaf hat ungefähr 128 Tage Tragzeit. Das heißt, im Herbst ist Brumpfzeit. Man kann in so einer kleinen Herde, wie wir das haben, auch nur einen Bock halten, weil die Böcke natürlich sich dann streiten würden um die paar Weibchen, die hier sind. Man muss also bei den guten Schafen eine sehr große Herde haben, um auch mehrere Böcke halten zu können. Unser kleiner Kalle, den wir leider noch nicht sehen können, hat schon den Ansatz der ersten Hörner. Er versucht auch schon zu zeigen, dass er ein Männchen ist. Sprich, er versucht den Bock herauszufordern, was er natürlich lässig hinnimmt, weil der kleine Kalle natürlich noch überhaupt keine Chance hat. Jetzt habt ihr ein paar Fragen. Woher stammen gute Schafe? Klar, das haben wir geklärt, aus Gotland. Ich habe euch heute ganz viele Namen genannt. Südafrika, Botswana, Gotland, Schweden. Schaut doch mal im Atlas nach oder auf der Erdkugel, wo diese Länder überhaupt sind. Sonst wisst ihr gar nicht, wovon ich rede. So, was fressen gute Schafe? Ne, schaut mal hin, wir haben ja unser eigenes Heu. Heu fressen sie natürlich. Sie fressen gerne das Gras, deswegen der Landschaftsschutz. Sie halten das Gras sehr kurz. Was auf Deichen natürlich ganz wichtig ist, damit der Deich nicht weggespült wird, wenn die Nordsee oder die Ostsee mal höher steigen. Sie fressen aber oder nagen gerne auch an kleinen Baumstämmen herum und nagen da die Äste ab und die Rinde ab. Das tun sie auch ganz gern. Wie lang ist so ein gutes Schaf trächtig? Habe ich gesagt, 128 Tage. Aber das ist natürlich genauso wie bei den Nashörnern. Die einen brauchen länger und bei den anderen geht es sehr viel schneller. Wie geht es dem Nachwuchs? Ja, schaut her, unsere drei Jüngsten haben heute Morgen sicher schon bei den Müttern was getrunken, sind ja Säugetiere, und ruhen sich jetzt in der Sonne aus. Ich denke, im Laufe des Tages werden sie dann mit den Müttern hinaus auf die Wiese gehen und auch dort ein bisschen zu mümmeln anfangen. Die Kleinen werden ungefähr ein halbes Jahr gesäugt, fressen aber schon oder versuchen immer schon mal Gras oder Heu zu fressen. Und nach einem halben Jahr sagen dann die Mütter und so, jetzt ist gut, jetzt dürft ihr Gras fressen wie die Großen. Gute Schafe sind schon mit anderthalb Jahren geschlechtsreif. Das heißt, der Kalle und auch unsere anderen müssen uns hier relativ zeitnah verlassen, weil die Tiere sich dann mit ihren Eltern, also mit ihrem Vater, verpaaren würden und das wollen wir ja nicht. Insofern werden uns die Schafe nach einer gewissen Zeit in einen anderen Zoo oder in eine andere Herde verlassen. Ja, dann haben viele von euch gesehen, warum schlafen die Kleinen auf dem Rücken der Eltern. Habe ich wirklich auch nur bei unserem Kalle gesehen, bei den drei anderen nicht. Also ich denke, als Kalle geboren wurde, das war Anfang März, da war der Boden eisig kalt, er war nass, er war feucht. Und wenn ihr euch dieses Mutterschaf da anschaut, wunderbar weich, wunderbar trocken, würdet ihr auch auf dem Rücken der Mama liegen. Und die Mütter, die, solange die Tiere noch klein sind, gestatten das, dann liegen die Kleinen nicht auf der blanken Erde, wenn sie kalt und nass ist, sondern weich und warm, sodass auch den, selbst wenn sie robuste Schafe sind, den Tieren nichts passieren kann. Ja, gibt es noch mehr zu den Schafen zu sagen? Ja, wir schauen mal. Ich denke, das wird auch in diesem Jahr, dass wir vier kleine
Lämmer haben, werden die restlichen Lämmer sein. Die anderen, das wird wohl jetzt vorbei sein. Und dann schauen wir mal, wie sich die Tiere hier weiter machen. Man kann dort ins Gehege reingehen, man kann sie auch streicheln, nur man muss immer auf den Bock aufpassen, der ist gerade da vorne rechts am Futter mit seinen Hörnern, der natürlich auch gerne mal von hinten kommt und einen Schubs gibt. Deswegen mit ganz kleinen Kindern sollte man vielleicht nicht unbedingt zu den Schafen reingehen. Können wir natürlich auch nicht, wir hier im Zoo machen das nicht, aber es gibt bei Herden gerne mal einen Schäfer, der das auch mal zulässt. Noch eine Sache zu den Hörnern. Das sind also kein Geweih, wie wir eben bei den Rentieren gesehen haben. Die Rentiere haben ja Knochen. Das ist Knochensubstanz. Die Hörner der Schafe sind hohl. Und sie bleiben ein Leben lang. Sie fallen also nicht ab. Wenn sie abfallen würden, durch einen Unfall oder so, würden sie auch nicht nachwachsen. Bei den Rentieren haben wir gehört, die wachsen jedes Jahr neu. Das ist so ein bisschen Unterschied Rentier und Schaf. Schafe sind ebenfalls Paarhufer, ne, wenn man genau hinguckt, wenn er mal hier bei uns in den Zoo vorbeikommt, kann man sehen, dass sie zwei Hufe haben. Dazu gehören natürlich alle Hirscharten und alle Antilopenarten ebenfalls. Jetzt kann man mal gucken, jetzt kommt der Bock nach vorne, sehr schön. Das ist unser Rudi, so heißt er, ne, der diese tollen gekringelten Hörner hat, sodass die Spitzen tatsächlich nach vorne zeigen. Das bedeutet natürlich, sollte er, was hier bei uns im Zoo nicht, natürlich nicht der Fall ist, auf einen anderen Bock treffen, so werden sie sich angehen. Das heißt, sie nehmen ihren Kopf runter und treffen sich mit den Hörnern, sodass es richtig laut knallt. Das machen wir hier natürlich nicht, weil sie können sich hier nicht aus dem Wege gehen und die fünf Schafe, die er hat, das sollen dann auch seine bleiben. Ja, dann denke ich, ist meine kleine Führung Mutter und Kind schon so ziemlich beendet. Hab noch so ein kleines Anliegen an euch. Ich weiß, es ist alles ein bisschen blöd. Ihr müsst euch testen lassen, um in den Zoo zu kommen. Und dann müsst ihr auch noch einen Termin machen, um in den Zoo zu kommen. Aber macht es einfach, denn im Moment habt ihr ganz viele Chancen, meine Kollegen und mich hier zu nerven und zu sagen, erzählt uns was über die Tiere. Es ist ja nicht voll. So haben wir ganz viel Zeit. Und ich lade euch herzlich ein, unsere kleinen Lämmchen hier zu besuchen. So, und dann sehen wir uns demnächst mal wieder. Tschüss!